Das stürmische Wachstum bei der Credit Shelf AG hält an. Jüngst machte die Plattform für digitale Mittelstandsfinanzierungen Schlagzeilen mit Kooperationen und Übernahmen. Und genau darüber wollen wir jetzt sprechen mit Dr. Daniel Bartsch. Er ist Vorstand und Gründungspartner bei Credit Shelf. Schön, dass Sie da sind. Herr Bartsch, Sie haben im abgelaufenen Quartal von der Commerzbank die Lending-Plattform Mindfunders übernommen. Da gehen wir gleich richtig rein ins Thema. Welche Strategie verfolgen Sie mit diesem Schritt? Ja, grundsätzlich ist natürlich die Commerzbank für uns als Haus interessant. Die Commerzbank hat mit dem Mindfunders eine Plattform ins Leben gerufen, die ähnlich funktioniert wie unsere Kreditplattform. Das heißt, sie adressiert auch mittelständische Unternehmen, mittelständische Kunden in Deutschland. Insofern gibt es dort Synergiepotenziale. Und aus den Gesprächen mit der Commerzbank heraus hat es sich dann bekräftigt, dass wir hier ein Interesse gesehen haben an einer Zusammenarbeit. Und folgerichtig kam es dann auch zu der Übernahme dieser Kreditplattform Mindfunders. Darüber hinaus, habe ich im Vorfeld gelesen, wollen Sie mit der Commerzbank auch bei der Kreditvergabe kooperieren. Wie soll das jetzt genau aussehen? Ja, das ist eigentlich zentraler Baustein dieser Kooperation mit der Commerzbank, in das sich auch die Mindfunders-Übernahme letztlich integriert. Die Kooperation mit der Commerzbank soll so ausgestaltet sein, dass die Commerzbank im Grunde uns Kunden andient, die in bestimmten Situationen nicht in ihr eigenes Kreditraster reinpasst. Ja, das können unterschiedliche Situationen sein, sei es der Kunde fragt nach einem unbesicherten Kredit, den die Bank in dem Moment so nicht zur Verfügung halten kann für den Kunden, seien es vielleicht aber auch Bilanzgründe, die momentan gegen ein Kreditgeschäft sprechen. Und das sind eben immer wieder Situationen, in denen wir helfen können mit unserem digitalen, einfachen und schnellen Prozess und wo wir im Grunde Lösungen anbieten können für Kunden der Commerzbank. Das ist jetzt aber nicht das einzig Neue aus den vergangenen Wochen und Monaten. FinLeap ist beispielsweise ein weiteres aktuelles Stichwort. Wie wird sich die Kooperation, die Sie gerade eben schon angesprochen haben, hier in diese FinLeap-Geschichte mit integrieren, einfügen? Ja, das ist richtig. Also wir haben vor wenigen Wochen die Übernahme der Valendo GmbH angekündigt. Die Valendo ist auch ein sogenanntes Fintech-Unternehmen, also ähnlich wie wir im Bereich der digitalen Finanzierung unterwegs. Sie haben eine interessante Technologie im Bereich der Besicherung von solchen Finanzierungen. Wir als Credit Shelf kommen klassischerweise eher aus dem unbesicherten Finanzierungsbereich heraus. Wir haben also hier die Möglichkeit, mit der Valendo im Grunde auf der Produktseite eine interessante Ergänzung zu machen, dabei eben auch digitale Prozesse zu nutzen. Und die Valendo wiederum ist eingebettet in das gesamte FinLeap-Ökosystem. FinLeap ist einer der größten Inkubatoren im Bereich Finanzdienstleistungen auf digitale Art und Weise. Und insofern ergeben sich aus dieser Kooperation heraus weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Portfoliounternehmen der FinLeap. Da sind eine ganze Reihe von Unternehmen drin, wo es spannende Anknüpfungspunkte gibt für die Zusammenarbeit, um so noch interessantere Produkte und Dienstleistungen auch zukünftig anbieten zu können für unsere Kunden. Also alle Zeichen weiter auf Wachstum, wenn ich das richtig interpretiere. Wir sind jetzt da Anfang Juli, da kann man schon mal auf das vergangene erste halbe Jahr zurückschauen. Können Sie uns schon ein bisschen was zu den aktuellen Entwicklungen und zu den Geschäftszahlen der ersten 6 Monate mitgeben? Also die Zahlen werden natürlich erst noch veröffentlicht. Das heißt, ich kann heute noch nichts Konkretes dazu sagen, außer aber, dass wir natürlich grundsätzlich sehr, sehr zufrieden sind mit dem Geschäftsverlauf. Ich glaube, wir haben ein sehr, sehr starkes erstes Quartal gesehen. Der Trend hält an. Wir sind grundsätzlich sehr zufrieden, wie sich alles entwickelt. Und viel wichtiger, wir schauen auch mit Blick auf die weiteren Quartale auf eine sehr, sehr attraktive Pipeline. Also insofern ist tatsächlich so, dass Wachstum weitergeht. Na, bei Pipeline ist natürlich ein gutes Stichwort, muss ich nachfragen, mit Blick auf die kommenden Monate, was dann die nächsten Schritte sind. Sie haben immer auch neue Ideen, gehen neue Wege. Was steht für Sie da ganz oben auf der Agenda? Ja, also tatsächlich ist Deutschland für uns ein hochattraktiver Markt. Das ist der größte Kreditmarkt innerhalb der Europäischen Union. Wir haben mittlerweile eine führende Rolle im Bereich digitale KMU-Finanzierung, Mittelstandsfinanzierung. Wir wollen natürlich unsere Marktposition weiter ausbauen. Das heißt, weiter Wachstum, weiter sozusagen das Geschäft ankurbeln, möglicherweise auch über externe Kooperationen, so wie wir jetzt mit der Commerzbank vor kurzem angekündigt haben. Darüber hinaus auch Produktvarianten für uns weiterhin interessant. Jetzt mit der Valendo-Übernahme ergibt sich die Möglichkeit, im Bereich besicherter Finanzierung stärker aktiv zu werden. Darüber hinaus gibt es weitere Themen, sei es im Bereich Working Capital, wo wir eben auch Anknüpfungspunkte sehen. Also das heißt, die Erweiterung der Produktpalette steht bei uns sicherlich im Fokus unserer Überlegungen und auch zukünftigen Interesses. Na, da ist in der Tat noch viel zu tun und vieles los, auch in den kommenden Monaten. Dr. Daniel Bartsch war das von der Credit Shelf AG. Haben Sie ganz herzlichen Dank für diese Information und den Besuch hier. Ja, besten Dank.